Anprobetermin der besonderen Art bei Polik. Vera Müller bekommt heute eine neue Orthese. Druckfrisch im wahrsten Sinne des Wortes. Moderne 3D-Drucktechnologie macht's möglich. Dabei sorgt ein spezielles Verfahren für hohe Stabilität und Funktionalität. Und die Ergebnisse können sich sehen lassen. Sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern wie der kleinen Amelie sind die neuen Orthesen sehr beliebt. Zum schicken Aussehen kommt ein deutlich verbesserter Tragekomfort gegenüber herkömmlicher Orthesen. Sie hat immer so geschwitzt in den alten Orthesen, da war einfach die Fläche größer und mit dem Leder drin. Und das war auch das, was ihr so unangenehm war. Und auch im Kindergarten, es ist auch irgendwie blöd, die Hände stinken dann auch. Und das ist jetzt viel einfacher. Und es gefällt ihr natürlich viel besser. Neben Farbe und Form können Accessoires wie Uhren, Fitness-Tracker oder Glitzersteine individuell ausgesucht und integriert werden. Und plötzlich wird das medizinische Hilfsmittel zum Schmuckstück mit positivem Nebeneffekt. Wir haben sehr viele Patienten, die bis jetzt hier schienen und den langen Arm so runtergetragen haben und einfach verstecken wollten. Mit dieser Schiene dann plötzlich, es ist mit einer Uhr zum Beispiel integriert und dann kommt plötzlich die Schiene raus von der Kleidungsstück und wird sehr stark gezeigt. Und ich glaube, wenn die Hand erstmal gezeigt wird, dann kommt sie auch erstmal in seine Funktion und dann ist dieses Ziel von dieser Orthese wirklich erreicht. Ein Effekt, den die Mama der kleinen Amelie nur bestätigen kann. Das ist der Hit im Kindergarten. Jeder will die Orthesen anziehen mit dem Schmetterling und dem Rosa. Für die Erstellung des Druckmodells werden bei Vera Müller zunächst die individuellen Maße erfasst. Wir arbeiten mit unserem 3-Punkt-Korrekturprinzip. Das bedeutet, wir korrigieren die Palmarflexion. Da haben wir diese 1-, 2- und 3-Punkt-Prinzip. Also von medizinischer Seite ist gar kein Unterschied zum herkömmlicheren. Bereits in diesem frühen Stadium arbeiten bei Polik Orthopädietechniker und Therapeuten eng zusammen. Der Vorteil ist sicherlich der, dass ich auch wieder durch das Funktionelle schauen sehen kann, ist unsere Korrektur funktionell? Das heißt, kann der Patient immer noch gut seine Hand auf- und zu machen? Oder ist die Korrektur vielleicht überkorrigiert und der Patient ist eingeschränkt in seiner Funktion? Das wollen wir natürlich vermeiden. Ein 3D-Scanner digitalisiert das Korrekturmodell. Aus dieser Grundform wird anschließend im CAD-Programm die Druckorthese geformt. Hier wird auch das individuelle Aussehen bestimmt. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Der Vorteil für uns ist an der neuen Technologie, dass wir in allen Freiheitsgraden gestalten können, dass wir Gestaltungsmöglichkeiten haben, die wir bis dato nicht hatten. Um lizenzrechtliche Bestimmungen nicht zu verletzen, muss gelegentlich der Patient aktiv werden. Alles, was markengeschützt ist, müssen die Patienten selber besorgen. Wir machen Universalschienen für zum Thema Fußball zum Beispiel. Und die Patienten kriegen dann eine Fußballschiene in der Farbe ihrer Wahl und kleben dann ihr Logo nach Wunsch selber ein. Der große Augenblick ist gekommen. Vera Müller probiert ihre neue Printorthese an. Vor ihrer Behandlung bei Polik lebte die junge Frau jahrelang ohne dieses Hilfsmittel. Umso eindrücklicher bleibt deshalb die Erinnerung an ihre erste Orthese. Wo ich die erste Orthese dann hatte und was in die Hand genommen habe, ich bin in Tränen ausgebrochen, weil das einfach so schön war, dass ich, war nur ein Blatt Papier, aber die rechte Hand hat genauso ausgesehen wie die linke und das war einfach umwerfend. Die Printorthesen sind lediglich Teil eines fortlaufenden Entwicklungsprozesses bei Polik. Bereits heute werden die daraus gewonnenen Erkenntnisse in anderen Fachbereichen des Unternehmens ausprobiert und getestet. Polik, die innovative Kompetenz.